Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Talk hier auf diesem Kanal. Ganz recht, heute gibt es mal wieder zwei Videos am Tag. Ich weiß noch das eine Mal, wo wir vier hatten. Naja, aber heute soll es nämlich um ein ganz besonderes Thema gehen. Und zwar das Galaxy Note 5 aus dem Hause Samsung. Und warum es eventuell das optimale Smartphone werden könnte. Bleibt dran! Also, von dem, was man schon gehört hat darüber, ist es echt Wahnsinn, was da in dieses Handy reingepackt werden soll. Zunächst werden wir wieder eine abgespeckte Version von TouchWiz bekommen und das ist super, denn die Leute, die das Galaxy S6 haben, Review kommt übrigens bald, sagen, dass das Teil flüssig läuft wie sonst was und das ist wunderschön. Und das Display von dem Galaxy S6 überzeugt auch sehr, sehr geil. Naja, apropos Display, ratet mal, welche Auflösung das Galaxy Note 5 bekommen wird. Ganz recht. Ultra HD oder im Volksmunde bekannt als 4K. Hier mal ein kurzer Vergleich dazu eingeschnitten. Das ist viermal die Auflösung von Full HD. Und das ist bei einer Pixeldichte von über 700 Pixeln pro Zoll. Bei einem 5,9 Zoll Display. Und wenn wir schon beim Display sind, fangen wir auch mit den restlichen Specs an. Denn Samsung hat was echt Verrücktes vor dieses Jahr. Denn es soll dieses Jahr keinen 14 Nanometer Prozessor mehr geben, sondern einen 10 Nanometer Prozessor, und zwar den Exynos 7X, nicht den Exynos 7, sondern X. Das X steht für extrem übrigens. Naja, das ist wieder mal ein 8-Kern Prozessor. Kennen wir schon seit 2012 8-Kern Prozessoren mit damals dem ersten Exynos, der 8 Kerne hatte, in Smartphones zumindest. Aber dieses Mal unterstützt dieser 8-Kern-Prozessor heterogene Multiprozessor. Das sind ganz einfach mehrere Prozesse auf einmal und das bedeutet mehr Instruktionen oder mehr Anweisungen, die der Prozessor dem Gerät geben kann pro Sekunde, pro Zyklus, also pro Hertz. Das bedeutet zum Beispiel der Apple A8X und Apple A8 Prozessor machen das sehr gut mittlerweile. Bis jetzt ist es mit dem Exynos 7 der schnellste Prozessor, der also am meisten Anweisungen pro Hertz geben kann, mit 6 Anweisungen, also 6 Instructions per Cycle, und das übersetzt sich in mehr Leistung pro Hertz um. Und deswegen ist der Apple A8 ein sehr schneller Prozessor und ist der Exynos 7 ein schneller Prozessor. Aber jetzt macht Samsung, dass diese Leistung verdoppelt wird. Mit dem Exynos 7X wirst du theoretisch diese doppelte Leistung haben wie von einem Exynos 7 Prozessor. Das ist Wahnsinn. Und das kann man dadurch erreichen, indem man 10 Nanometer Architektur verbaut in einem Prozessor. Und das ist der erste 10 Nanometer Prozessor, der je gebaut werden wird und der in die Öffentlichkeit gelassen wird. Nicht mal Intel hat sowas draußen. Und dann überlegt man sich, dass auch noch ein Smartphone drin vorkommt. Ist das nicht Wahnsinn? Und diese 10 Nanometer Architektur wird noch etwas ermöglichen, und zwar super effiziente Leistung. Und zwar wird das Ultra HD Display, nicht 4K, merkt ihr, wie ich nicht 4K sage, es ist nicht 4K, es ist Ultra HD. Trotz dieses Ultra HD Displays wird das Teil eine gute Batterielaufzeit haben. Denn 10 Nanometer sind sehr eng aneinander, die Transistoren. So muss weniger Strom verbraucht werden, von einem Transistor zum anderen Transistor ein elektrisches Signal weiterzugeben. Und das ist wahnsinnig, finde ich. Denn ein 4K-Display in eurer Hand zu halten, das ist echt verrückt. Und ich liebe es einfach zu sehen, wie die Technik voranschreitet und voranschreitet. Das ist sehr interessant zu beobachten. Des Weiteren wird es wieder ein AMOLED-Display werden, ein super AMOLED-Display mit einer Pentile-Matrix. Sah sehr schön aus, mit sehr satten Farben, sehr bunt, sehr starkes Display und sehr genaues Display. Und das Samsung Galaxy S6 und S6 Edge hatten das genaueste, also von der Farbreproduktion her, das genaueste Display, was man haben kann auf dem Markt, zusammen mit dem iPhone 6 und 6 Plus. Dagegen hat zum Beispiel die Konkurrenz von HTC, naja, also mit einer nicht so optimalen Farbtemperatur, nicht ganz mithalten können. Weiter geht's mit dem Arbeitsspeicher. Und das ist wichtig, weil es handelt sich hierbei um 4 GB DDR4. LPDDR4 oder so, aber da weiß ich nicht genau Bescheid, mit einer sehr hohen Taktung. Ich weiß gerade nicht genau, wie hoch es ist, aber sehr, sehr hoch für einen Handy-Arbeitsspeicher. Das ermöglicht euch sehr flüssiges Multitasking.
sehr flüssige, was weiß ich, generell, wenn ihr ein Spiel spielen möchtet, das sehr viel Arbeitsspeicher frisst. Wenn ihr OpenGL-Aufgaben eurem Handy geben wollt, das ist jetzt möglich mit 4 GB Arbeitsspeicher in einem Smartphone. Ist das nicht Wahnsinn? Naja, und des Weiteren kommt ein neuer S Pen in den Gebrauch und der ist vor allem wichtig in einem großen Display, um dieses große Display überhaupt auszunutzen. Zum Beispiel beim iPhone 6 Plus und beim Nexus 6 habe ich mich sehr geärgert, dass einfach nur große Handys sind. Einfach nur große Handys. Version. Das Nexus 6 ist eine größere Version vom Moto X und das iPhone 6 Plus einfach nur eine langgestreckte, fette Version vom iPhone 6. Das bringt einem überhaupt nichts, dieses große Display, wenn man es nicht benutzen kann. Samsung hat das schon immer sehr gut gemacht mit dem S Pen, mit dem ihr Notizen machen könnt, Text markieren könnt. Also jetzt mal ganz im Ernst, Text markieren mit dem Finger ist echt nicht mehr das Wahre. Und ja, eine 16 oder 18 Megapixel Kamera für 4K 60 FPS Videoaufnahme wird auch verbaut. Das übersetzt sich in sehr flüssiges 4K Video. Und wie wir die Galaxy S6 Kamera kennen, die mittlerweile die beste Smartphone Cam ist, LG G4 wird noch getestet. Ich bin mir da noch nicht sicher, es könnte auch die beste werden, aber diese Kamera 4K 60 FPS, das wird der Hammer. Und 720p 240 FPS und 1080p Slow-Mo. Cool, oder? Naja, weiter geht's mit den Lautsprechern. Da hat sich am 28. März Samsung mit HTC, also die haben da einen kleinen Lautsprechertreiber zusammen designt. Eventuell könnten wir Front-Facing Boom Sound Speakers im Galaxy Note 5 bekommen. Und das ist der Hammer. Ich persönlich habe immer bei den Galaxy S-Serien oder Galaxy Note-Serien immer die Lautsprecher kritisiert, weil sie hinten oder unten montiert wurden. Und nie so, also sie hatten immer guten Sound, satt und, naja. Aber sie waren immer alleine und hinten oder vorne oder unten. Das hat nie wirklich gepasst. Aber jetzt hat HTC abgepartnert mit Samsung eventuell und jetzt bekommen wir richtig geile Front-Facing-Speakers. Und so ist das Samsung Galaxy Note 5 das potenziell beste Smartphone, was man kriegen kann im Jahr 2015. Und dazu kommt, dass es im Gegensatz zu den Vorgängern, die alle im September rausgekommen werden, vielleicht schon diesen Sommer rauskommt, im August. Also ich bin schon mega gehypt für dieses Handy, eventuell kaufe ich es mir sogar. Denn im Vergleich zum Galaxy S6 Edge, übrigens das kommt eine Edge-Variante auch vom Note 5 raus, wieder mit beiden Seiten Edges, nicht nur eine Seite, wie beim normalen, originalen Note Edge. Das wird potenziell das geilste Smartphone. Sagt mir, was haltet ihr denn davon? Findet ihr dieses Smartphone optimal für euch? Ich weiß, manche Leute mögen kleinere Smartphones lieber, aber man muss das mal ernst nehmen. Größere Smartphones haben größere Batterien, meistens mehr Rechenleistung und ja, sind einfach generell besser und sind halt dafür größer, klobiger. Aber naja, setzt ihr Wert auf lange Batterielaufzeit in sowas? Ich habe gehört, dass im Note 5 eine 4100 mAh Batterie verbaut werden könnte. Und das sollte mit der 10 Nanometer Architektur des Prozessors ordentlich Batterielaufzeit geben. Also, naja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, noch ein kurzer Abschluss. Ich glaube, dass Samsung hierbei wieder auf MicroSD und SIM-Card abnehmbaren Rückseite und Batterie setzen wird. Weil es so negatives Feedback gab zum Galaxy S6, aber trotzdem auf hohe Bildqualität setzen wird, also Metall wieder verbauen wird, vielleicht wieder eine Lederrückseite, aber naja. Vielen Dank, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und ihr komplett auf meine Gefühle scheißen wollt. Nein, Spaß, aber seid ehrlich in der Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war's wieder, Ahmed, und tschüss.